Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Expertinnen-Talk, dieses Mal mit Christa Draxler. Sie ist die Leiterin des Testcenter Carinthia der Wirtschaftskammer Kärnten. Frau Draxler, seit Anfang März ist das Testcenter Carinthia in Betrieb sozusagen und in der Lastenstraße zu finden. In den Medien war von einem einzigartigen Testcenter die Rede. Was genau ist dieses Testcenter? Was machen Sie damit? Ja, das Vorbild für das Testcenter Carinthia ist das TAZ, das Test- und Ausbildungszentrum, das in das Testcenter integriert wurde. Hier werden seit 12 Jahren nach standardisierten Verfahren Jugendliche zwischen 13 und 16 getestet, auf ihre Stärken und auf ihre Fähigkeiten. Mittlerweile können wir auf 40.000 Testungen zurückblicken. Auf dieses erfolgreiche Konzept aufbauend haben wir jetzt auch branchenspezifische Kompetenztests für Erwachsene. Diese Testsysteme zeigen und machen Stärken, persönliche Stärken sichtbar und auch berufliche Kompetenzen. Wir verbinden auch Betriebe mit qualifizierten Fachkräften. Und das macht uns so einzigartig. Was genau kann man sich unter so einem Test vorstellen, beziehungsweise gibt es verschiedene Angebote, wie man testet oder die Gruppen haben Sie gerade genannt, die getestet werden? Ja, wir haben eben unseren DCC Junior Test. Bei diesem Test handelt es sich um 29 Stationen, wo 19 Fähigkeiten ermittelt werden, die im Berufsleben ganz, ganz wichtig sind. Die außerordentlichen individuellen Fähigkeiten werden da in den persönlichen Stärken wiedergespiegelt und wir schlagen den Jugendlichen Berufsfelder vor, die dann auf ihre persönlichen Stärken passen. Dann für unsere Erwachsenentestungen, da haben wir eben Basistests zur Verfügung, wo auch kognitive Fähigkeiten getestet werden. Wir haben berufliche Kompetenztestungen, wo eben diese beruflichen Kompetenzen abgebildet werden. Wir haben Kompetenztests im Bereich Technik, im Tourismus, Banken- und Versicherungsbereich, Büro- und Organisationsbereich. Und wir sind natürlich auch dabei, laufend unsere Testangebote auszuweiten. Wie kann man sich das vorstellen? Da werden Fragen gestellt und die müssen dann beantwortet werden. Ja, genau. Das sind Computertests. Die dauern so circa insgesamt 3,5 Stunden. Und das sind eben verschiedene Bereiche. Man kann zwischendurch natürlich auch eine Pause machen. Und da geht es wirklich um wirklich konkrete Kompetenzen, die in einer Branche schon erlangt wurden, wie zum Beispiel Holz, Bau, Metall und so weiter. Wem oder welcher Gruppe helfen diese Tests ganz besonders? Ja, in unserer schnelllebigen Zeit ist es natürlich, verändert sich die Arbeitswelt umso schneller und umso wichtiger ist es, dass man seine eigenen Stärken kennt und auch richtig einsetzt, auch in der Zukunft. Und deshalb bieten wir den Jugendlichen die Möglichkeit, bei uns ihre Stärken und Fähigkeiten zu erfahren. Besonders wichtig ist es für Schülerinnen und Schüler in der 7. und 8. Schulstufe, weil hier geht es darum, bald den Beruf auszuwählen bzw. auch eine eventuell andere Schulform zu wählen. Und hier unterstützen wir. Wir unterstützen natürlich auch Kärntner Betriebe bei der Auswahl ihrer zukünftigen Mitarbeiter. Und wir bieten den Betrieben auch die Möglichkeit, bei uns ein kostenloses Profil zu hinterlegen für zukünftige Mitarbeiter und verbinden das dann mit qualifizierten Fachkräften. Ein weiteres Angebot ist auch unsere Potenzialanalyse, die sich vorwiegend an Erwachsene richtet, die ihre Potenziale voll ausschöpfen möchten und gerne ihre beruflichen bzw. auch Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen möchten. Dieses Angebot richtet sich auch an Maturantinnen und Maturanten, die vor der Studienwahl bzw. auch vor der Berufswahl stehen. Ich gehe davon aus, dass unsere Zuseherinnen und Zuseher sich gerne für solche Tests bewerben würden oder sich anmelden würden. Wo müssen sie sich hinwenden? Wo kann man sich konkret informieren? Ja, bitte einfach mit uns Kontakt aufnehmen, gerne auch telefonisch, per E-Mail oder auch über unser Kontaktformular auf der Homepage unter www.tcc.or.at. Danke, Christa Draxler, für die Einblicke in das Testcenter Carinthia. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.